Präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. Nicht nur Seiten können in Contao geschützt werden. Sie können auch Artikel, Inhaltselemente, Newsarchive und Newsbeiträge, Kalender und einzelne Termine sowie Module schützen. Damit haben Sie weitreichende Möglichkeiten, bestimmte Funktionen und Inhalte nur bestimmten Besuchern zugänglich zu machen. Was lässt sich eigentlich sonst noch alles schützen? Die einfache, aber vielleicht nicht ganz saubere Antwort wäre alles. Ganz so ist es nicht, aber Sie können zum Beispiel einzelne Inhaltselemente schützen. Da haben Sie hier Zugriffsschutz, Element schützen und können dann die Mitgliedergruppe auswählen. Auch bei den Nachrichten, Sie können ein ganzes Nachrichtenarchiv schützen. Auch hier haben wir den Zugriffsschutz. Es lassen sich auch Kalender und einzelne Module schützen, sodass ich sehr gezielt darauf eingehen kann, welche Besucher welche Elemente zu sehen bekommen. Ich kann damit nicht nur ganze Seiten bestimmten Besuchern zugänglich machen, sondern auf einer ansonsten öffentlichen Seite an bestimmten Stellen für bestimmte Besucher Informationen einblenden, die dann eben nur die sehen. Ich kann im Seitenlayout bestimmte Module einblenden, sobald sich ein Besucher im Frontend anmeldet. Und ich kann auch zum Beispiel verschiedene Kalender definieren, einer öffentlich und der andere geschützt. Und wenn ich beide Kalender in eine Liste bringe, wird diese Liste erweitert, möglicherweise, sobald sich jemand anmeldet. Ich kann Ihnen das auch gerne mal zeigen. Auf dieser Seite sehen Sie hier die nächsten Termine. Im Moment bin ich noch nicht angemeldet, es gibt einen Termin. In dem Moment, wo ich mich anmelde, ist die Terminliste erweitert, weil ich jetzt weitere Daten als angemeldeter Besucher aus einem geschützten Kalender hier dazu geliefert bekomme.